Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Spaceborne 2 in der Version 3.0 Early Access. Schön, dass du heute wieder einschaltest. So, in der letzten Folge haben wir ein bisschen die Main Story weitergespielt und ja, wir sind jetzt auf der Suche nach ein paar Ingredienzien, die wir brauchen, um Übermenschen zu werden. Aber bevor wir da auf die Suche gehen können, müssen wir erst ein paar Piratengruppen ausschalten. Der Kurs ist schon programmiert. Für das nächste. Genau. Und genau, dann werden wir jetzt einfach weiter oder setzen wir jetzt einfach fort, dass wir jetzt hier einfach die Piratengruppen ausschalten. Dann müssen wir uns wahrscheinlich auf die Suche. Ja. Müssen wir uns wahrscheinlich dann auf die Suche der auf die Materialien machen, die uns fehlen. Ich glaube, drei waren es, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ich muss mal das Mikro mal ein bisschen richten. So. Alles gut. Wir sind safe, wir sind clear. Wir haben keine Schmuggelware oder sonstiges. Execute. Genau. Haus Paul. So, unser Nova Squad müsste jetzt eigentlich auch gleich oder müsste jetzt auch mit da sein. Alpha Squad, Attack Formation. Genau, da unten sind sie. So, dann wollen wir mal kurz in die Karte schauen. Da Captain Poor's Group. Die haben wir auszuschalten. Oder die gilt das auszuschalten. Wir lassen die Route wieder kalibrieren, so wie wir es aus. Nein, Starfield wollte ich jetzt nicht sagen. Aus Star Citizen kennen. Und dann gehen wir ab. Und dann gucken wir mal, die Captain's Poor Group, ob die... Oh, Poor, nicht Poor, Poor. Captain Poor, nicht Poor. Poor wird anders geschrieben. Dina! You got some nerve showing up here. Now I'm gonna rip your head off. Okay. Captain Poor, overboard. Everything covered. You ignore. I thought it was a shard and got a bit annoyed. Captain Poor with his funny grin can't even keep his own ship spin. Every comet makes him spin. Oh, Captain, when will you win? Man kann sich gar nicht auf die Gespräche konzentrieren, die jetzt oder was oder man konnte sich jetzt gerade gar nicht darauf konzentrieren, was sie gesagt hat, weil man viel mehr damit zu tun hatte, mir auszuweichen. Von was werden wir denn jetzt beschossen? Wir werden hier noch von dieser Station, beschossen, super. Dann schnell zum Stargate bitte. Den Podcatcher haben wir immer noch nicht mit. Calibration module activated. Calibration completed. Genau, bitte aus der Gefahrenzone rausspringen. So, Captain Orans Gruppe in Shango 54. Ach, die sind ja auch hier. Orans Gruppe, das ist gut. Hatte ich gerade gar nicht gesehen. Oder auch nicht. Captain Orans Gruppe, wo soll die denn sein? Destroy Captain Orans Group, Shango 54. Wir sind in Shango. Wir gucken jetzt einfach mal ganz im Contracts-Fenster nach. Athena, Meta-Human. Okay, so. Destroy Captain Orans Group, Shango 54. Set route. You cannot set route for the system. Genau, ich bin nämlich da in diesem System. So. Captain Orans Group in Shango. So. Jetzt ist das Problem, dass wir. Das ist Captain Poor immer noch. Wo soll denn Captain Oran sein? Oder ist er auf dem Planeten? Kann natürlich jetzt auch sein, dass er auf dem Planeten ist. Wie gesagt, das ist. Ist jetzt natürlich gerade echt hart, weil ich halt das Gespräch nicht mitbekommen habe. Aber ich glaube nicht, dass es eine Ground-Mission jetzt wird oder ist. Destroy Captain Orans Group. Es ist aber Captain Poor hier oben und ich glaube, soweit out of Sector
glaube ich nicht, dass der das ist. Ja, okay. Warp Drive Cooling. Wir gucken jetzt aber trotzdem mal eben ganz kurz hier. Ah, da! Captain Poor's Group. Captain Poor's Group. A Poor, Poor. Meine Güte. Bin ich mal gespannt. Okay. Das ist zwei Questmarker, die gleich sind. Okay, das kann jetzt sein, dass wir jetzt tatsächlich jetzt gerade zum Falschen rüberspringen. Das ist aber nicht schlimm, dann springen wir einfach gleich zum nächsten rüber. Okay. Was für eine Wortwahl. Und das ist auf jeden Fall ein dicker Klopper hier. Wobei, da sind die Schilder schon offline. Das war jetzt aber easy. Guna. Guna, ADR, Shango-System, Guna. Gut, gut, dass wir ja gerade schon waren. Ist, ich hätte jetzt zumindest gedacht, dass jetzt, wenn schon ein Capital Ship auftaucht, und das war jetzt schon auf jeden Fall größer als ein Heavy Ship oder was auch Geier, dass der Kampf jetzt schon ein bisschen anspruchsvoller ist. Aber wenn man natürlich jetzt so ein Capital Ship natürlich so zerlegen kann. So, die Kollegen brauchen wir nicht. Mehr. Apropos die Kollegen, ich möchte mal ganz gerne wissen im Training Facility, wie weit die schon sind. So, Pilot Training 7, Soldier Level 7, Pilot 7, Pilot 7. Also jetzt durch, in der kurzen Zeit haben sie jetzt halt schon ein bisschen halt gelevelt, ne? Muss man ja jetzt schon sagen. Ich lasse sie halt aber trotzdem jetzt noch ein bisschen halt leveln. Und dann geht es ja auch darum, angeblich Ground Combat mit den, ja, hier mit unseren Fraktionsmitgliedern hier soll, wir haben Athena schon als Commander. Es ist, wir haben Athena als Commander schon drin. If she is a co-pilot on the mothership, she will automatically take the surrendering pods on board. Das ist cool. Das muss ich sagen, das ist als Co-Pilot. Hier oben. Wo gerade Drain drin ist. Die Pots sich reinschnubbeln. Okay. Interessant. So, Stats by Roll. Von Momo und von Athena haben wir halt nichts. Und von einzigsten, die wir halt haben, ist von Anchor 6-4 Damage Resistance. 6-4 Damage Resistance, wenn wir auf einen Athena bekommen. Also von daher bringt das jetzt auch keinen Vorteil, wenn wir den jetzt tauschen. Was haben wir hier? Crit Chance und Damage Bonus 2-4. Drone Damage, Damage Resistance. Also was Damage Resistance angeht, da können wir auch Anchor drin behalten. Wir können auch Athena reinpacken. Ui, Kinders. So viele Sachen auf einmal. So, jetzt wollen wir mal gucken, da unten. Oran's Pot. Da bin ich mal gespannt, ob wir jetzt, auf den Sack kriegen. Oder ob es geht. Ja, komm schon.
Vor allem auch diese Kilometer pro Stunde Anzeige, war das ist auch sehr interessant, rechts am Rad, ne? Sehr interessant. Nein, wir knallen unangespitzt in den Boden. Nein. Ach so, nein. Nein, doch nicht. Landing Gear deployed. Yes, Landing Gear is deployed. Ups. Na? Irgendwie bin ich ungeschickt. Kill Captain Orr on Planet Guna ADRW in Shango 54 System. Jo. Boah, was? Alter! Was geht denn da ab? You have been killed! Alter, wie heftig ist die denn drauf? Ich sag doch, wir kriegen jetzt voll einen auf die Mütze. Echt? Müssen wir jetzt wieder von vorne das killen? Gibt's doch nicht. Okay, wie war das? F5 ist dann Freund jetzt auf einmal? Oder ne, wie war das jetzt? Calibration module activated. Calibration completed. Okay, das war jetzt natürlich sehr, sehr unerwartet, das Ganze. Vielleicht sollten wir doch unsere Buddies mitnehmen? Die hat natürlich Damage rausgehauen, die gute. You've got some nerve showing up here. Now I'm gonna rip your head off. Captain Core, oh, what's bored in every space tavern? You were snored. I thought it was to our advantage, but you got a bit annoyed. Target shield is down. Ja, komm schon. Komm schon. Target destroyed. Bam! Oh, Missile Lock! Oh. Das ist neu. Target destroyed. Shields are offline. Captain Core with his funny grin can't even keep his own ship spin. Every comet makes him spin. Oh, Captain, when will you win? Gib Blue Hood. Scan Cargo. Select all. Send Probe. Gib Blue Hood. Blue Hood. Oh, was ist das für ein Zeichen hier oben? Muss nur eben auf die Drohne warten, bis sie wieder da ist. Zack, da ist sie. So, dann gab es ja jetzt hier irgendwie den nächsten Spot. Der war ja hier. Calibration module activated. Calibration completed. Na komm schon. So. Machen wir das Ganze halt noch. Aber hey, diesmal gab's Loot. Loot! I'm trying to draw a curtain over the past and make a clean start. As long as you're alive, that won't be possible. Fuck you. Ich sag ja, was für eine Ausdrucksweise. Ah, jeder hat's wieder zum zweiten Mal gehört. Bums. Ja, diesmal ist aber ziemlich angeschlagen, das Ganze. Letztes Mal haben wir es ja ohne so viel Send Probe. It's too late. She warped. Wait a sec. I can see where she's going. She's landed on the planet Guna. She can't get far on foot. We need to find her quickly, or she'll cause us a lot of trouble in the long run.
Genau, ja, Pots können wir jetzt leider tatsächlich jetzt nicht mitnehmen. So, jetzt müssen wir einmal zu Guna fliegen. Zu Guna. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Schild. So, das heißt, jetzt einmal hier abspeichern. War das? F5 war speichern? Schnell speichern? Was war denn jetzt nochmal schnell speichern? Oh. Meistens war es doch eigentlich F5, ne? Ne, ach, Quick Save ist F6 sogar. F6 ist Quick Save, okay. F6, Quick Save. Okay. Ah, wenn ich die F5-Taste so drücke, ohne vorher den Novas, ohne Alpha Squad anzuwählen, dann warten die. Ah. Gewusst wie. So, a Training Facility. Du bist Pilot trainiert, ne? So, du bist raus, 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 raus. So. So, dann haben wir den Nova Squad jetzt auch mit dabei. Dann können wir, Nova Squad gleich direkt testen. So. Wir haben es jetzt gespeichert. Aber es war nur ein Level 10, also von daher, es müsste halt eigentlich funktionieren. Ja, Thruster Input. Ja, mach mal Thruster Input. Vielleicht sollte ich auch nicht so nah an der Tante parken mit dem Raumschiff. Ne? Das wäre wahrscheinlich auch eine Möglichkeit. Derjenige welcher. Entry in Atmosphäre, oder Re-Entry. Oh nein, wir stürzen ab! Zum zweiten Mal. Wumm. So. Natürlich werden wir jetzt etwas außerhalb parken. Das Absenken des Schiffes, das dauert aber ganz schön echt lange. Okay, die muss erstmal spawnen. Okay, das ist ja schon mal was. Roger that! Wo haben wir denn eine Frau da? Ich glaube, Swithebee ist eine Frau, glaube ich, aber der Rest doch nicht. Gott. Ah, wir können auch Nahkampf, ne, wenn wir wollen. Und wir haben halt noch überhaupt keine Soldatenfähigkeit. Ach, da kommt der Nova Squad hinterher. Ah ja, okay. Wie gesagt, jetzt haben wir erstmal weiter weggeparkt. Ne? Ah, zack. Guck mal, da kommt der Nova Squad. Guck mal. Wenn sie nicht laufen können. Jetzt bleiben sie einfach stehen, oder was? Ja, ihr seid mir ja wieder Helden unter der Sonne. Boah! Kinder, Feuer! Ja, danke, Novas... Alter. Hallo? Those old adversaries of mine were a dark cloud hanging over my head. Now that they are gone, I feel like a weight has been lifted. Also, ich muss jetzt. I can finally focus on the present, on the WRA. I can attend the WRA meetings without looking over my shoulder. Thank you, Captain. We've done good work today, and I'm grateful for your help. You must head back. There's much to be done.
Also ihr seid ja... Ey, ihr seid ja Flocken. Ihr seid ja Pfeifen vor dem Herrn. Ja, genau, dreht euch wieder alle verschämt weg. Genau, ihr dreht euch in die... Ich dreht euch genau in die Richtung, in der ich auch gucke. Ne? Ihr seid ja Pfeifen vor dem Herrn. Ich darf alleine den Kampf machen. Was habt ihr gemacht? Ihr habt gar nichts gemacht. Ey, komm, geht mir... Ja, return to ship. Geh mir aus der Sonne, ey. Kinders. Bleibt ihr einfach oben am Berg stehen und lasst mich alleine kämpfen. Sonst kommt ihr gerade alle feucht, frisch und fröhlich hinter mir her. Gedackelt wie sonst was. Und dann, wo es jetzt drauf ankam, lasst ihr mich jetzt einfach so einen Stich oder was? Das ist schon so ein bisschen, ne? Ist schon ein bisschen hart, das kannst du, wa? Ich meine, okay, das ist jetzt, das soll jetzt natürlich jetzt nicht der, der einzigste Test gewesen sein. Das war jetzt einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich diesen Kampf auch schaffe, der jetzt auch ziemlich kritisch aussah, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Der sah ziemlich kritisch aus. Aber ja, egal. Also das werden wir auf jeden Fall nochmal testen. Da gibt es ja genügend Planetenmissionen, wo wir Nova Squad nochmal testen können. Das war jetzt auch eigentlich mehr so just for fun, die mitzunehmen. Nur auf sicher zu gehen, auf Nummer sicher zu gehen, dass wir das Ganze jetzt auch schaffen. So, jetzt müssen wir, wenn ich das Ganze jetzt richtig verstanden habe, das Level 26 alles. Oh, Gatling. Das ist Gatling. Oh, Podcatcher, genau. Podcatcher haben wir. Das können wir halt hier alles noch nicht verwenden. So, also nochmal Contracts. Wir sollen jetzt halt return to HQ and start the meeting. Jetzt muss ich tatsächlich wieder gucken. Also Nova Squad, ne? Ich glaube, ihr sollt nochmal ins Training gehen oder sowas. Ich weiß es nicht. Pilot. Wobei, der hat jetzt ordentlich Soldier aufgelevelt, oder? Pilot. Pilot. Soldier, Pilot. Ja. Passt soweit, okay. So, jetzt muss ich aber tatsächlich jetzt nochmal gucken. Ich vergesse es immer, wo die Baron steht. Auf 13 Carlo. Ich vergesse es immer wieder. Es ist... Das ist, ja. So, dann wollen wir mal eben schnell zurück. So, das verstehe ich jetzt gerade aber jetzt auch nicht. Also, jetzt wollte sie, dass wir halt die Piraten aus dem Weg räumen, damit sie halt ungestört jetzt nach den, ja, nach den Komponenten suchen kann, um uns Bescheid zu geben, dass wir sie jetzt einsammeln können. Und jetzt auf einmal sagt sie, ach komm, lass uns zum Hauptquartier und jetzt erstmal ein Meeting mit der WRR starten. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, warum. Ich dachte, sie wollte erst... Ich dachte, bevor sie sich... Nein, sie sagt ja, bevor sie sich uns anschließen kann, müssen wir halt die Piraten aus dem Weg räumen. Ich dachte aber auch, oder so habe ich zumindest verstanden, dass sie sich erst anschließt, wenn wir auch das Projekt erst hinter uns haben. Merkwürdig das Ganze. Aber nun gut, es ist halt jetzt gerade halt, wie es ist. Wie gesagt, vielleicht habe ich auch eben etwas missverstanden. Das kann natürlich auch sein. Ich bin ja auch nicht unfehlbar. Auf jeden Fall, gut, der Bodenkampf hat es jetzt gerade in sich gehabt. Das war jetzt mal ein Boss-Fight, würde ich jetzt mal sagen, in der Hinsicht, der jetzt tatsächlich jetzt mal... anspruchsvoller war. So gegenüber den anderen Dungeons, die ich bisher schon gemacht habe, wo es einen Bossfight gab, der jetzt relativ schnell zu Ende ging. Ja. So. Dahin, The Baron. Die Baronsstation. Aber es ging mir jetzt von der Story her jetzt aber auch gerade wieder ein bisschen zu schnell. Also klar, wir brauchten für Cold brauchten wir jetzt einen Ersatz. Ist klar, aber halt so, ja, ich schließe mich an. Jeder Erdling möchte sich natürlich anschließen, wenn er gefragt wird von der WRA. Schließt man sich natürlich an. Aber ich habe natürlich Bedingungen.
Oder ja, ich schließe mich an, aber so hahaha. Du musst aber vorher was tun, für mich tun, bevor ich mich natürlich endgültig anschließen kann und mich voll und ganz der WRA hingeben kann. Wie gesagt, musst du vorher noch was tun. Ja. Okay. Es gab ja schon mal in den vorherigen Story-Quests gab es ja auch schon mal so den ein oder anderen Moment bei mir, wo ich mir dachte so, ja, okay. Ist jetzt wohl gerade so, wie es ist und kann ja nur besser werden, aber es ist jetzt tatsächlich ja, genauso schlimm. Genauso schlimm geworden, sagen wir es mal so. Das ist genauso schlimm wie vorher auch. Also, ne? Das ist, ich dachte halt jetzt, weil sich jetzt so viel Zeit genommen wurde für, die Weiterentwicklung des Spiels und auch für die Storyline, dachte ich jetzt zumindest, dass sowas halt ausgemerzt wird oder halt versucht wird, also so ein bisschen zum Schiffen das Problem. Ich meine, klar, man kann jetzt nicht erwarten, dass jetzt eine Story geschrieben wird à la Skyrim, sage ich jetzt mal beispielsweise, ne? Nur so ein Beispiel zu nehmen. Oder eine Story à la Witcher. Das erwarte ich auch gar nicht. Möchte ich auch gar nicht, aber das weiß ich nicht. Also mir geht's ein bisschen zu schnell, sodass man halt zu schnell so, hey, weißt du was? Hey, du bist Son of the Leader. Du bist der Nachfahre von dem Anführer der WRA, von der letzten WRA. Ist klar, wir machen Regroup, Rejoin alles, wir lassen die ganze Fraktion wieder aufleben, etc. Das Rekrutieren der ganzen Members so, ach so, was? Ach ja, du bist der Nachfahre vom Commander, ja, alles klar, ist kein Problem. Ich joine dir halt so, okay. Da hatte ich auch schon zwischendurch halt gelesen gehabt, dass es da auch schon so das ein oder andere Mal halt Kritik dran gab, dass es halt zu schnell geht. Das ist ja auch so ein Kritikpunkt in Starfield zum Beispiel von der Story her, jetzt nicht meiner, aber von dem, was ich bisher gelesen habe, dass man halt ja, okay, du hast ein paar Piraten gekillt und ja, auch du hast ein Artefakt, auch hier nimm ein Schiff und jetzt bist du Mitglied einer exklusiven Vereinigung. Ja, da scheiden sich halt die Geister, aber das ist jetzt hier in Spaceborne 2, ist das jetzt gerade schon so ein bisschen halt extrem halt so, ah ja, du bist ein Mensch, du bist der Anführer der WRA, wer möchte nicht der WRA gerne beitreten? Ach, ich weiß nicht. Aber gut, wir sind ja mit der Story ja noch nicht durch und vielleicht gibt es ja noch irgendeinen Twist oder sowas, der mich davon überzeugt, dass die Story doch ganz gut gelungen ist. An der Stelle würde ich jetzt aber sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle Feierabend und wir machen dann beim nächsten Mal weiter und schauen mal, was bei dem Meeting und Athena rauskommt und was die anderen halt alle dazu sagen. Und vielleicht wird das Projekt des Übermenschen auch hier in dem Meeting angesprochen und mal schauen, was die anderen dazu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Übermensch jetzt, dass das vielleicht eine neue Gameplay-Mechanik sein soll, die mit dazukommt, weil er schrieb ja, dass neue Gameplay-Mechaniken mit dazukommen sind, die er jetzt aber nicht verraten kann, aufgrund, weil sie halt in der Hauptquest oder halt in der Hauptstory vorkommen. Könnte ich mir vorstellen, dass es so ist. Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.